Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen wa afdalus salati wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir wollen uns inshallah ta'ala heute mit einer weiteren Sura beschäftigen. Und zwar mit der Sura Nummer 72, Surat al-Ġinn. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich den Koran auswendig gelernt hatte. Da war Surat al-Ġinn besonders schwierig, auswendig zu lernen für mich. Subhanallah. Ich weiß nicht, wie es anderen Brüdern geht oder Geschwistern, die den Koran auswendig gelernt haben, aber Surat al-Ġinn, weiß ich nicht, war irgendwie für mich besonders schwierig gewesen, weil die Ayat alle sehr, sehr ähnlich anfangen. Und kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern. Subhanallah. Und das ist schon etliche Jahre her. Aber ich kann mich gerade an dieses Sura noch besonders erinnern, wie ich da gelitten hatte. Zumal ich damals auch nicht richtig Arabisch konnte und mir das auch ein bisschen schwer gefallen ist. Aber Alhamdulillah, ich hatte sie dann trotzdem auswendig gelernt gehabt. Und wir wollen uns inshallah ta'ala heute mit dieser sehr, sehr besonderen Sura beschäftigen. Diese Sura ist in vielerlei Hinsicht besonders. Sie ist besonders dahingehend, dass Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Sura nur über eine ganz andere Schöpfung spricht als die Schöpfung des Menschen. Und zwar über die Schöpfung der Djinn, die Geschöpfe der Djinn, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Sie ist dahingehend besonders, diese Sura, dass Allah Ta'ala hier auch die Djinn selbst zu Wort kommen lässt. Das heißt, in dieser Sura erfahren wir einiges über die Djinn von den Djinn selbst. Das heißt, Allah Subhanahu wa Ta'ala zitiert die Djinn, die uns etwas über sich selbst erzählen. Das ist einmalig, wie gesagt. Es gibt noch eine andere Sura, in der das unter anderem auch angesprochen wird, das Thema der Djinn. Und zwar Surat al-Ahqaf, eine ganze Seite, aber nicht die gesamte Sura. Surat al-Jinn ist dahingehend besonders, dass es in dieser Sura wirklich nur um die Djinn geht und um nichts anderes. Surat al-Jinn ist eine Sura, welche sich sehr, sehr gut einreiht in die Suren, die davor und die danach kommen. Welche Sura kommt denn vor Surat al-Jinn? Jetzt von der sozusagen Zählung des Mushaf. Welche Sura kommt vor Surat al-Jinn? Nein, Nuh. Surat Nuh. Welche kommt nach Jinn? Hatten wir besprochen gehabt, al-Muzzammil. Und nach al-Muzzammil kommt was? Al-Muddaththir. Und das ist sehr, sehr interessant. Weil all diese Suren dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in gewisser Weise aufzeigen, wie man Da'wah zu machen hat und worauf man bei der Da'wah zu achten hat. In Surat Nuh zeigt uns Allah subhanahu wa ta'ala auf, wir werden das ja noch besprechen, inshallah. Wir hatten es mal Surat Nuh vor einigen Jahren besprochen, aber wir werden das nochmal machen, inshallah. Zeigt uns Allah ta'ala anhand eines edlen Propheten, Sheikhul Anbiya wa Rasul Nuh alaihi salam, auf, wie viel man sich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala einzusetzen hat. Und dass man nicht verzweifeln darf auf diesem Wege. Und dass im Grunde genommen sich die Geschichten wiederholen. Und dass jeder Prophet und auch jeder Reformer und jeder Da'i das durchmacht, was auch schon zuvor andere Propheten und Du'at auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala durchgemacht haben. Und wie wichtig es ist, unterschiedliche Methoden anzuwenden in der Da'wah. Und dann kommt Surat al-Jinn. Und wir werden die noch jetzt ausführlich behandeln, inshallah ta'ala, nicht auf einmal. Wir werden wahrscheinlich 2 Einheiten benötigen. Und subhanallah, in Surat al-Jinn zeigt Allah ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, dass es immer Geschöpfe geben wird, welche durch die Da'wah erreicht werden und auch beeinflusst werden. Selbst wenn es nicht diejenigen sind, die man eigentlich mit der Da'wah zunächst erreichen wollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er macht mit den Quraysh Da'wah. Und jetzt berichtet Allah Ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass durch seine Da'wah nicht nur Menschen zu Allah gefunden haben, sogar Djinn. Und wir werden auf diesen Aspekt noch einmal etwas näher eingehen. Also, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Auch wenn du vielleicht nicht gerade diejenigen erreichst, die du erreichen möchtest. Es kann sein, dass durch deine Anstrengung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala ganz andere Menschen, die mit dir eigentlich gar nichts zu tun haben, vielleicht sogar andere Geschöpfe zu Allah subhanahu wa ta'ala finden. Es gibt immer eine Alternative, subhanallah. Und deine Bemühungen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gehen niemals verloren. Auch wenn du glaubst, du hast nichts erreicht, aber sie gehen niemals verloren. Und dann kommt Surat al-Muzzammil, in der Allah Ta'ala noch einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auftragt, wie wichtig es ist, sich zu bewappnen für die Da'wah. Indem man sich nämlich selbst vorbereitet und selbst weiterkommt, indem man seine Beziehung zu Allah Ta'ala aufrechterhält. Und wir haben ausführlich darüber gesprochen gehabt, mit dem Qiyamul Layl und der Spiritualität und die Nähe zu Allah subhanahu wa ta'ala, die man braucht als Zad, das heißt als Proviant auf diesem Weg. Und dann kommt Surat al-Muddaththir, in der Allah Ta'ala noch einmal den Propheten sallallahu alaihi wasallam kurz und knapp, und zwar ganz am Anfang der Da'wah gewesen, die wichtigsten Grundlagen für einen Da'iya aufzeigt. In 7 Ayat, subhanallah. Und da sehen wir, diese Suren, die vielleicht erst einmal miteinander nichts zu tun haben wollen, haben sehr viel miteinander zu tun. Und Allah Ta'ala, er zeigt hier dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Weg auf. Und ganz wichtig, diese Suren wurden zu unterschiedlichen Zeiten offenbart. Surat al-Muddaththir als erstes, dann Surat al-Muzzammil, diese Vorbereitung. Und dann erst relativ spät, aber noch in der mekkanischen Phase, Surat al-Ġinn. Aber gerade in einer Zeit, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies wirklich benötigt hat. Und das ist eine der Weisheiten dafür, warum der Koran Munajjam herabgesandt worden ist und nicht Jumlatan Wahida. Munajjam heißt was? Aufgeteilt. Jumla Wahida heißt auf einmal. Und die Quraysh haben das nicht verstanden. Haben gesagt, warum ist der Koran nicht auf ihnen auf einmal herabgekommen? Kadhalika linuthabbita bihi fuadak. Damit wir dein Herz festigen. Einer der wichtigsten Aspekte, warum der Koran Munajjam herabgesandt worden ist. Also nicht in einem Stück, obwohl er in den ersten Himmel auf einmal herabgekommen ist, wie wir es schon einmal erwähnt hatten bei Surat al-Qadr. Ja, der Koran ist in den ersten Himmel komplett vollständig herabgekommen, in ein Haus mit dem Namen Baytul-Izza. Und dann in einem Zeitraum von 23 Jahren, ja, vom ersten Himmel durch Jibril alaihi salam auf unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu unterschiedlichen Anlässen. Sehr wichtig. Das heißt, der Koran ist in sich eine Einheit. Vom ersten Moment an gewesen. Nicht erst später, sondern vom ersten Moment an ist er in sich was gewesen? Vollkommen. Eine Einheit. Ein Buch. Und Allah Ta'ala, er sagt gleich am Anfang vom Koran, in der 2. Sura, jenes Buch. Allah beschreibt es als das Buch. Ja, den Koran als das Buch. Und er sagt nicht, dieses Buch, weil es ist ja noch nicht vollständig vorhanden. Sondern er sagt, was ist Dhalik? Dhalik deutet auf eine weite Sache hin. Eine Jenseite, jenes Buch. Also nicht, was vor mir ist. Hadha ist etwas, was vor mir ist. Demonstrativpronomen. Ich sage sozusagen, das, der Laptop. Ja? Das Wasser. هذا الماء, هذا اللابتوب, das ist vor mir. Aber ich würde sagen, ja, ذلك اللابتوب, wenn ich einen Laptop meine, der nicht vor mir ist. Ja? تلك الزجاجة, wenn ich eine Flasche meine, die nicht vor mir ist. Sondern ich meine eine andere Flasche, die gerade nicht bei mir ist, nicht vor mir ist. Ich sage هذه الزجاجة, wenn sie vor mir ist. Aber تلك الزجاجة, wenn sie weit entfernt ist von mir. Und Allah Ta'ala, was sagt er? ذلك الكتاب. Ja, um aufzuzeigen, das Buch ist schon vorhanden, aber es ist noch nicht vor uns, sondern es ist noch im ersten Himmel, so wie es von Abdullah ibn Abbas überliefert wird. Aber es ist schon als vollständiges Buch vorhanden. Und Allah Ta'ala, er offenbart es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den unterschiedlichsten Anlässen. Offenbart er ihm Ayat, um sein Herz zu festigen, weil er das braucht. Genau in diesem Moment brauchte er diese Sura. Wir werden gleich erklären, warum, in welchem Moment das gewesen ist. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, insha'Allah ta'ala, kommen wir zuerst einmal zu einigen allgemeinen Informationen zu Surat al-Jinn. Und zwar Surat al-Jinn ist nach allen Gelehrten eine komplett mekkanische Sura. Und die Gelehrten gehen davon aus, dass Surat al-Jinn als ein Stück dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart worden ist, also eine Einheit. Es gibt Suren, welche aufgeteilt sind, welche nicht auf einmal dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurden. Wir hatten auch jetzt bei der letzten Sura ein Beispiel hierfür gehabt. Wie war das gewesen mit Surat al-Muzzammil? Wer erinnert sich? War Surat al-Muzzammil komplett mekkanisch? Oder wie sah es bei Surat al-Muzzammil aus? Wer kann sich noch erinnern? Ja, Mohammed? Die letzte Ayah, genau diese lange Ayah, entweder medinensisch oder spätmekkanisch. Also wurde auf jeden Fall später offenbart. Wurde auf jeden Fall was? Später offenbart. Als eine Erleichterung für die Mu'minun, als eine Erleichterung für die Gläubigen. Während, ja, Surat al-Jinn an einem Stück sozusagen auf einmal auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgekommen ist, aus 28 Versen besteht, worüber es keine Meinungsverschiedenheiten gibt. Und mal ganz wichtig, ich wiederhole das, damit wir das nicht vergessen, vielleicht sind manche Leute auch neu hier. Wenn wir sagen, es gibt keine Meinungsverschiedenheiten, was die Zählung betrifft, dann bedeutet das nicht, dass es bei einigen Suren Meinungsverschiedenheiten gibt, ob es einen Vers mehr gibt oder weniger. Es geht lediglich um die Zählung der Verse, ganz wichtig. Also wo setze ich einen Stopp, ein Versende? Aber der Koran ist immer gleich. Ja, es sind einfach nur die Zählungen, wann endet ein Vers. Und man geht davon aus, dass sie nach Surat al-A'raf und vor Surat Yassin herabgesandt worden ist. Nach Surat al-A'raf und vor Surat Yassin, und dementsprechend die Sura Nummer 38 ist hinsichtlich der Herabsendung. Die Sura Nummer 38 ist hinsichtlich der Herabsendung. Surat al-Jinn ist eine Sura, wie schon der Name sagt, in der es eigentlich nur um die Jinn geht. Und der Sinn und Zweck dieser Sura, und so ist auch diese Sura aufgebaut, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zunächst erst einmal erfährt, dass es eine Gruppe von Jinn gab, die durch ihn zu Allah subhanahu wa ta'ala gefunden haben. Wo und wann, kommen wir gleich darauf zu sprechen, inshallah ta'ala. Im zweiten Teil der Sura geht es um noch einmal konkrete Anweisungen an den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf seinem Weg der Da'wah, worauf er zu achten hat. Das sind eigentlich, so kann man sagen, die beiden Hauptteile der Sura. Also erst einmal die Information im Allgemeinen. Da ist eine Gruppe von Jinn, die hat den Islam angenommen und die erzählt auch von sich selbst und die begründet auch, wie sie sozusagen überhaupt zu Allah gekommen ist, ja, und was das mit den Jinn gemacht hat, die Botschaft des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Um dann am Ende der Sura noch einmal darauf einzugehen, was soll jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz konkret für Lehren daraus ziehen? Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann wurde Surat al-Jinn herabgesandt? Und es gibt jetzt hier einige Überlieferungen, die auch authentisch sind, welche uns darüber Auskunft geben, wann Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Surat al-Jinn offenbart hat. Diese Überlieferungen, sie widersprechen sich nicht, sondern die Gelehrten sagen lediglich, es kann sein, dass es mehrere Begebenheiten gab, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Jinn Kontakt hat. Und manche gehen davon aus, dass es insgesamt 6 Mal gewesen ist, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Kontakt mit den Jinn hatte und auch mit den Jinn direkt oder indirekt kommuniziert hat. Und eine der Überlieferungen diesbezüglich ist die Überlieferung bei Bukhari und Muslim al-Tirmizi von Abdullah ibn Abbas. Und zwar wird überliefert, der Gesandte Allahs ist mit einer Gruppe von sondern seinen Gefährten gewesen. Amidina ila Sūq ʿUkāẓ bi Nakhla. Sie wollten zu einem Markt gehen mit dem Namen ʿUkāẓ an einem Ort, der heißt Nakhla. Und Nakhla ist zwischen Mekka und aṭ-Ṭāʾif. Zwischen Mekka und aṭ-Ṭāʿif. Sūq ʿUkāẓ ist einer der drei Hauptmärkte in der Jahiliyyah-Zeit gewesen. Kennt jemand von euch die anderen Namen von den Märkten, die in der Jahiliyyah-Zeit sehr bekannt gewesen waren? Es gibt drei Märkte, welche sehr bekannt gewesen waren und welche auch gerade während der Pilgerzeit immer sehr, sehr voll gewesen sind. Einmal ʿUkāẓ, Dhul Majas und Majinna. ʿUkāẓ, Dhul Majas und Majinna. Das sind drei Märkte, ja, die in der Jahiliyyah-Zeit, in der vorislamischen Zeit, ja, sehr bekannt gewesen sind auf der arabischen Halbinsel. Und die waren alle um Mekka herum gewesen. Und auf jeden Fall sagt jetzt Abdullah ibn Abbas, وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ فَقَالُوا مَا لَكُمْ. Und zu diesem Zeitpunkt wurde die Shayatin, die Satane, und ich erkläre das gleich inshallah etwas näher, aufgehalten, um zum Himmel zu gelangen oder zu den Nachrichten des Himmels. Und es wurde auf sie Sternschnuppen geschickt, woraufhin die Shayatin zu ihrem Volk zurückgekehrt sind und gesagt haben, was ist los? Sie haben gesagt, wir wurden aufgehalten, wir kommen nicht mehr zu den Nachrichten des Himmels. Und Sternschnuppen wurden auf uns geschossen. Und dann haben sie gesagt, da muss irgendetwas passiert sein. Da muss irgendetwas passiert sein. فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. So geht in den Osten und den Westen und guckt ganz genau, was ist der Grund, warum wir nicht mehr zu den Nachrichten des Himmels gelangen können. Und sie haben sich dann auf den Weg gemacht. فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا. Und sie haben sich dann im Westen und im Osten verbreitet. فَمَرَّ النَّفَرُ مِنَ الْجِنِّ الَّذِي أَخَذُوا نَحْوَ تِهَامَ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ ʿُكَاظٍ. Und eine Gruppe von den Djinn, die haben sich Richtung sozusagen diesem Markt gemacht, wo auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen ist zu diesem Zeitpunkt. Und sie sahen den Propheten sallallahu alaihi wasallam bei diesem Ort mit dem Namen Nakhla. Es ist ein Atal, Wadi Nakhla heißt es. Und er hat dort gerade was gebetet? Das Fajr-Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er betete das Fajr-Gebet vor. Und als sie dann den Koran gehört haben und ihm zugehört haben und gelauscht haben, haben sie gesagt, هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ. Genau das ist es, was uns von den Nachrichten des Himmels abgeschirmt hat. Und sie sind dann zurückgekehrt zu ihrem Volk und haben gesagt, das, was jetzt der Koran sagt, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, inshaAllah ta'ala. Das heißt, aus der ersten Überlieferung von Abdullah ibn Abbas geht was hervor? Geht hervor, dass diese Sura offenbart wurde, weil einige Djinn jetzt sich die Frage gestellt haben, was ist der Grund dafür, dass wir nicht mehr die Nachrichten des Himmels hören können? Was ist damit gemeint? Die Sura kommt noch gleich darauf zu sprechen, aber wir können es schon mal vorwegnehmen. Und zwar ist es so gewesen, dass die Djinn die Fähigkeit besessen hatten, bestimmte Orte auszukundschaften im Himmel, wo sie die Engel belauschen konnten. Ihr müsst euch das so vorstellen. Allah subhanahu wa ta'ala ergibt den Engeln Anweisungen. Und die Engel, sie geben diese Anweisungen weiter an die Engel, die unter ihnen stehen. Und die Shayatin, sie hatten die Fähigkeit besessen gehabt, an bestimmten Orten dann den Engeln zuzuhören. Allah hat ihnen diese Fähigkeit gegeben. Und sie sind dann mit diesen Nachrichten auf die Erde gegangen, zu den Menschen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, von den Magiern und Zauberern, die schwarze Magie angewendet haben. Und diese Magier und Zauberer haben wiederum diese Nachrichten genutzt, um damit Menschen in die Irre zu führen. Und es war teilweise nur Halbwissen gewesen, Halbwahrheiten. Das heißt, die Djinn, sie wussten nicht alles. Sie haben hier ein bisschen was gehört, dort ein bisschen was gehört und sie haben von sich aus etwas hinzugedichtet und es dann den Leuten unter den Menschen oder unter sozusagen den Menschen mitgeteilt, welche mit ihnen zusammengearbeitet haben. Und das sind dann die sogenannten Kahana, die Wahrsager, die dann versucht haben, den Menschen etwas über die Zukunft mitzuteilen, was teilweise richtig war, aber teilweise auch falsch gewesen ist. Das hört sich erst einmal jetzt mehr merkwürdig an, aber wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet uns über diese Geschöpfe, welche Allah subhanahu wa ta'ala, wie er es selbst im Koran gesagt hat, aus Feuer erschaffen hat. Und zwar, wie sagt Allah ta'ala, وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. Und die Djinn haben wir zuvor aus dem Feuer des Glutwindes erschaffen. Sie sind eine eigenständige Schöpfung. Iblis, wie es der Koran selbst gesagt hat, ist einer der Djinn gewesen. Kana min al-Jinni fafasaqa an amri rabbi, wie es in Surat al-Kahf heißt. Er gehörte zu den Djinn und hat sich dann sozusagen gegen das Gebot, gegen den Befehl seines Herrn aufgestellt. Er hat dagegen rebelliert. Und die Djinn, wie uns Allah Ta'ala in dieser Sura noch aufzeigen wird, sind Geschöpfe, denen Allah Ta'ala ebenfalls einen freien Willen gegeben hat, welche sich für das Gute entscheiden können und welche sich für das Schlechte entscheiden können. Und die Djinn, welche sich für das Schlechte entscheiden, nennt man wie? Shayatin. Nennt man Satan. Welche versuchen, die Menschen und auch andere Djinn in die Irre zu führen. Und deswegen in der letzten Sura des Korans, in der letzten Ayah sagt Allah Ta'ala was? Min al-Jinnati wan-Nas. Wir suchen Zuflucht bei Allah, vor demjenigen, der in die Brüste der Menschen sozusagen einflüstert, von den Djinn und von den Menschen. Das heißt, die Djinn, sie hatten diese Fähigkeit gehabt, Nachrichten vom Himmel zu hören und haben dann gemerkt, irgendwann einmal, es geht nicht mehr. Plötzlich werden gegen uns Sternschnuppen geworfen. Wir kommen nochmal darauf zu sprechen, was damit gemeint ist mit diesen Sternschnuppen. Ja, ob jetzt jede Sternschnuppe automatisch sozusagen auf einen Djinn sozusagen geschossen wird oder wie das konkret gemeint ist. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah, wenn wir über diese Eier sprechen. Aber nur kurz vorweg, es ist nicht so, dass es nicht auch normale Sternschnuppen gibt, die einfach nur, wie gesagt, ganz natürliche Phänomene sind in diesem Universum. Was aber nicht ausschließt, dass es nicht auch Sternschnuppen geben kann, welche Allah subhanahu wa ta'ala auf solche Djinn schickt, welche versuchen, die Nachrichten des Himmels zu hören und dann an ihre sozusagen Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, dann zu übermitteln. Was bedeutet eigentlich das Wort Djinn, bevor wir mit den anderen Riwayat weitermachen? Was bedeutet eigentlich das Wort Djinn? Was heißt eigentlich Djinn? Von welchem sozusagen Wort kommt Djinn? Ja, was heißt Djinn? Verrückt, okay. Verrückt? Sind die verrückt, die Djinn? Nein. Was ist die ursprüngliche Bedeutung von Djinn? Diejenigen, die bei meiner Reihe am Freitag da sind, die müssten es eigentlich wissen. Was ist die ursprüngliche Bedeutung von Djinn? Das Wort Jannah. Verborgen sein. Genau. Und deswegen lässt sich davon auch vieles ableiten. Majnun ist jemand, dessen Verstand verborgen ist. Also mit anderen Worten ist überdeckt worden. Man sieht seinen Verstand nicht mehr. Jannah ist ein Garten, der verborgen ist durch die Bäume und die Pflanzen. Ja? Und ein Djinn ist ein verborgenes Wesen, was ich nicht mit meinen Augen sehen kann. Also es hat alles mit was zu tun? Mit etwas Verborgenem. Djinn sind also verborgene Wesen, die uns sehen können, aber die wir nicht sehen können. Die uns sehen können, aber die wir nicht sehen können. Und deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat es ja auch erst mitbekommen durch die Offenbarung, dass eine Gruppe von Djinn anwesend gewesen war. Allah Ta'ala, er hat es ihm offenbart. Gut. Kommen wir inshallah Ta'ala jetzt zu einer weiteren Begebenheit, wo einige Gelehrte sagen, das könnte der Grund gewesen sein und der Ort gewesen sein, und der Zeitpunkt, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam Surat al-Jinn offenbart bekommen hat. Und zwar, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam aus aṭ-Ṭāʿif gekommen ist. In welchem Jahr war das gewesen? Wann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach aṭ-Ṭāʿif gegangen, um die Menschen zum Islam einzuladen? Dieses Jahr hat sogar einen besonderen Namen in der Sira. Ja, Aam al-Huzn, sehr gut. Das Trauerjahr. Und warum hieß Aam al-Huzn, Aam al-Huzn? Warum hieß es Trauerjahr? Schwestern dürfen auch gerne mitmachen. Warum hieß es das Trauerjahr? Ja, Schwestern, erstmal Schwestern und dann die Brüder. Warum hieß es das Trauerjahr? Und welches Jahr war das gewesen? Ja, bitte, du hast dich zuerst gemeldet. Genau, Abu Talib und Khadija, radiyallahu anha, sind gestorben. Die äußere Unterstützung, Abu Talib, und die innere Unterstützung, Khadija, sind gestorben. Und welches Jahr war das gewesen? Nach der Bi'tha, also nach seiner Entsendung. Wie viele Jahre war der Prophet in Mekka gewesen, um Da'wah zu machen? 13 Jahre. Welches Jahr war das gewesen von diesen 13 Jahren? Das 10. Sehr gut. Das war das 10. Jahr gewesen. Und wahrscheinlich um diese Zeit herum ist auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach aṭ-Ṭāʿif gegangen. Und deswegen sagen viele Gelehrte, dass Surat al-Ġinn wahrscheinlich im Jahr 10 oder im Jahr 11 nach der Bi'tha, also nicht nach der Hijra, sondern nach der Bi'tha, nachdem er zum Propheten berufen wurde, offenbart wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er war voller Trauer gewesen. Er hat seine Frau verloren, er hat Abu Talib verloren, seinen Onkel, der ihn unterstützt hatte. Er ist nach aṭ-Ṭāʿif gegangen, dort wurde er abgelehnt, erniedrigt, mit Steinen beworfen. Er hat sich zurückgezogen in einen Garten. Und genau dort, wo er dann das Fajr-Gebet vollzogen hat, hat eine Gruppe von Djinn ihm zugehört. Und Allah Ta'ala ihm diese Sura offenbart, um ihm Mut zu machen, aufzuzeigen, oh Muhammad, sei nicht traurig. Auch wenn du die Menschen nicht erreichen kannst. Soeben hat eine ganze Gruppe von Djinn den Islam angenommen. Subhanallah. Um ihn die Trauer zu nehmen. Und darin liegt eine sehr, sehr wichtige Lehre, meine lieben Geschwister im Islam. Eine sehr wichtige Lehre für jeden Einzelnen von uns. Manchmal versucht man, bestimmte Menschen zu erreichen, aber kann sie nicht erreichen. Und es ist voller Trauer. Man hat das Gefühl, alle Türen haben sich verschlossen. Keiner hört auf einen, obwohl man nur das Beste möchte. Und es kann manchmal die eigene Familie sein. Die engsten Freunde können das sein. Und in diesem Moment darf man nicht aufgeben und traurig sein und so denken, es war alles umsonst gewesen. Nichts war umsonst gewesen. Du weißt nicht, wen Allah subhanahu wa ta'ala mit deinen Worten und mit deinem Bemühen erreicht wird. Vielleicht werden diese Worte, die du gegeben hast und wo jemand anwesend war, den du überhaupt nicht kennst, genau diese Person erreichen, die du eigentlich gar nicht erreichen wolltest. Und vielleicht erfährst du gar nicht davon. Ich meine, wir sind keine Propheten, dass Allah Ta'ala uns dann berichtet, dass die Djinn oder weiß ich wer dann den Islam angenommen hat oder zu Allah Ta'ala durch deine Worte gefunden hat. Vielleicht wirst du das erst am jüngsten Tag erfahren. Vielleicht wirst du das erst am jüngsten Tag erfahren. Aber eines ist wichtig. Und zwar, es kommt nicht auf das Ergebnis an, sondern es kommt auf deine Bemühung an. Und früher oder später werden deine Worte fruchten. Früher oder später. Selbst wenn es erst am jüngsten Tag sein sollte. Unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, er hat uns in einer Überlieferung aufgezeigt, dass es Propheten gab, subhanallah, welche ihr Leben lang Da'wah gemacht haben und nur sehr wenige Menschen oder sogar gar keine Menschen erreicht haben. Gar keine Menschen erreicht haben. Die Völker wurden mir vorgestellt. Ich habe einen Propheten gesehen, der nur eine kleine Gruppe von Menschen um sich hat. Ein Propheten, der nur ein oder zwei Männer an seiner Seite hat. Und einen Propheten, der niemanden an seiner Seite hat. Ganz allein. Ganz allein. Hat er seine Aufgabe nicht erfüllt? Er hat sie erfüllt. Aber er hat niemanden erreichen können, subhanallah, weil die Herzen verschlossen gewesen waren. Weil die Herzen verschlossen gewesen waren. Und das muss uns immer wieder klar sein. Es geht nicht um das Ergebnis, es geht um das Bestreben. Was nicht heißt, dass man nicht auch versucht, seine Methoden zu ändern. Darum geht es nicht. Wie Nuh, eine Sura davor. Nuh alaihi salam, wie viele Menschen hat er erreicht in seinem Leben? Seinem langen Leben. Wie viele Menschen hat er erreicht? Was sagen die Mufassirun? Wie viele Menschen konnte er erreichen? Ungefähr. Was? Ja, waren 80 oder 200. Gibt es verschiedene. Ja? 950 Jahre macht er Da'wah. 950 Jahre. Und er erreicht gerade mal 200 Menschen. Und er hat alles probiert. Aber am Ende geht es um was? Es geht um das Bestreben. Es geht um was? Das Bestreben. Und der Mensch, der hat nur das, wonach er gestrebt hat. Und sein Bestreben wird gesehen. Und deswegen, es gibt Menschen, subhanallah, die vielleicht wirklich sehr viele Menschen erreichen, aber vielleicht nicht aufrichtig gewesen sind und Allah nichts davon akzeptiert und annimmt. Und es gibt Menschen, die vielleicht nicht viele erreichen, aber sehr aufrichtig sind und Allah Ta'ala es annimmt. Und das ist es, worauf es ankommt. Ebenfalls, was lernen wir daraus? Wenn ich merke, dass ich mit einer bestimmten Gruppe von Menschen nicht weiterkomme, dann versuche ich es mit anderen Menschen. Ich konzentriere mich nicht immer nur auf dieselbe Person. Sondern wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Es ist seine Sache. Ich kann ihn nicht zwingen zu etwas. Ich kann nur für ihn das Beste hoffen. So wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau hier bei diesem Ereignis, als er von aṭ-Ṭāʾif kam, was war da gewesen? Er kam von aṭ-Ṭāʾif und Jibril alaihi salam, er kommt zu ihm und sagt, wenn du möchtest, lass ich den Engel der Berge, die beiden Gebirge um aṭ-Ṭāʿif herum über sie zusammenprallen, sodass sie vernichtet werden. Aber der Prophet, obwohl sie ihn so behandelt haben, wie sie ihn behandelt haben, verspürte keine Rache, sondern er wünschte ihnen nur das Beste. Und er sagte, nein, vielleicht wird von ihrer Nachkommenschaft jemand La ilaha illallah sein. Was ist eigentlich aus den Ta'if geworden? Wisst ihr das? Den Leuten von Ta'if. Was ist aus denen geworden? Weiß es jemand? Die Sira berichtet uns das. Ja, wann? Später. Relativ spät. Und zwar nach der Eroberung von Mekka erst, subhanallah. Im 9. Jahr Amil Wufud, im Jahr der Delegation. Und sie waren sehr hartnäckig gewesen. Aber am Ende haben sie den Islam angenommen. Subhanallah. Schaut mal, wie viele Jahre später. Also konzentriere dich nicht immer nur auf eine Gruppe, sondern wenn du merkst, du kommst da nicht weiter, dann such dir eine andere Gruppe. So wie es uns unser Allah Ta'ala in dieser Sura unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat. Was lernen wir ebenfalls daraus? Etwas sehr Wichtiges. Und zwar die Stellung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er der Prophet gewesen ist, der an alle Geschöpfe mit einem freien Willen gesandt wurde. Nicht nur an die Menschen, und zwar alle Menschen, sondern sogar an die Djinn. Allahu Akbar. Was für eine Stellung dieser Prophet haben muss. Dass er nicht nur für die Menschen gesandt wurde, für die gesamte Menschheit, sondern sogar für die gesamte Djinnheit. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja? Für die gesamte Djinnheit wurde er gesandt, subhanallah. Sodass auch ein Djinn an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben muss. Und sie dann auch geglaubt haben. Also, wir wissen jetzt, was die Hintergründe sind dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Surat al-Ġinn offenbart bekommen hat. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Sie wissen, okay, es war für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht unbedingt eine leichte Zeit gewesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch mit diesen Worten trösten. Er wollte ihm Mut machen, er wollte ihn motivieren. Und jetzt, insha'Allah ta'ala, kommen wir zu den ersten Versen. Und der erste Vers beginnt mit was? Beginnt mit einem Qul. Das ist sehr interessant. Sag, أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Mir ist als Offenbarung eingegeben worden, dass eine kleinere Schar Jinn zuhörte. Nafar ist eine Schar von 3 bis 9, ähnlich wie Raht. Ein Raht ist auch eine Gruppe von 3 bis 9. Und Nafar ist auch eine Gruppe von 3 bis 9 oder 3 bis 10. dass eine kleinere Schar Djinn zuhörte. Und was sagten sie? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Dieses Qul ist erst einmal sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Warum sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam das sagen? Und wem sollte er es sagen überhaupt? An wen sind diese Worte gerichtet? Dieses Qul. Ich meine, Allah hätte doch einfach sagen können, es kam eine Gruppe, Uhiya ilayka, ja, oder sozusagen, es gibt eine Gruppe von Djinn, die hat dir zugehört, hat den Islam angenommen. Warum verlangt Allah Ta'ala vom Propheten sallallahu alaihi wasallam hier, das zu verkünden? Er soll das den Menschen verkünden, um ihnen aufzuzeigen, schaut mal. Wenn ihr nicht der Wahrheit folgt, dann gibt es andere, die der Wahrheit befolgen. Subhanallah. Und das ist unglaublich wichtig, auch für uns Muslime, gerade für uns Muslime. Gerade für uns Muslime, weil wir verstehen diese Worte. Ein Nicht-Muslim versteht die Worte nicht. Solange er nicht daran glaubt. Aber hier spricht Allah auch uns Muslime an. Wenn ich mich nicht für die Wahrheit einsetze, dann wird es immer andere geben, die das tun werden. Immer. Weil Allah Ta'ala, er hat für diese Religion vorgesehen, dass sie bis zum jüngsten Tag bestehen bleibt. Das ist so bestimmt von Allah. Die Banu Israel, sie hatten immer wieder Propheten. Kanat Banu Israel tasusuhum al-Anbiya. Banu Israel wurde von den Propheten sozusagen, ja, dann regiert, oder sie haben immer wieder dann auch sozusagen, wurden immer wieder gesandt. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiy. Immer wenn ein Prophet gab, kam ein anderer Prophet. Ala wa annahu la nabiyya ba'di. Aber nach mir wird es keinen Propheten geben. Mit anderen Worten, wessen Aufgabe ist es, diese Botschaft vorzutragen? Diese Botschaft zu verkünden? Es ist unsere Aufgabe. Und ich habe jetzt die Wahl. Möchte ich zu denjenigen gehören, welche die Ehre haben, diese Botschaft zu verkünden? Oder verzichte ich darauf, sodass Allah subhanahu wa ta'ala andere dafür auserwählt? Ich habe die Wahl. Ich sitze heute hier. Ich habe den Weg zur Moschee gefunden. Alhamdulillah. Und ich muss mir die Frage stellen. Möchte ich zu den Hamalat al-Da'wa gehören, zu den Trägern der Da'wa? Oder möchte ich ausgetauscht werden? Und Allah Ta'ala, er spricht das klar und deutlich an im Koran. Indem er was sagt. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Punkt. Und wenn ihr euch abwendet, werdet ihr ausgetauscht durch ein anderes Volk, was nicht so sein wird wie ihr. Ganz einfach. Allah ist nicht auf dich angewiesen. Der Islam ist nicht auf dich angewiesen. Du bist auf Allah und den Islam angewiesen. Denke niemals, dass du irgendetwas Besonderes getan hast. Dass du anfängst so zu glauben, oh, mashallah, ich habe schon so viel Verantwortung getragen, so viel gemacht für den Islam, ja. Ich habe gespendet am Freitag. Ja, mashallah. Manche denken, ja, weil diese 5 Euro spenden am Freitag, ja, dass sie irgendwie schon zu den Ashab Badr gehören. Ja, zu den Badriyun. Ja, wirklich. Wenn du spendest, dann spendest du für dich selbst. Sei froh, dass du spenden kannst. Sei dankbar, dass du jemanden hast, der dir ermöglicht, etwas Gutes zu tun. Sei dankbar dafür. Wenn du etwas tun darfst in der Moschee, eine Verantwortung tragen darfst in der Moschee, dann sei dankbar, dass du das tun darfst und reib das niemandem unter die Nase und sag, ich habe das und jenes gemacht. Du musst Allah dankbar sein, dass du es tun darfst. Weil wenn nicht, und wenn du dich abwendest, sei dir sicher, die Da'wah geht weiter, auch ohne dich. Aber du wurdest ausgetauscht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er verlangt von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er das den Menschen verkünden soll. Wie in Quraysh. Schaut mal. Wenn ihr nicht glaubt, die Djinn glauben sogar. Den Muslimen. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das in Surat al-Rahman klar und deutlich gesagt. In Surat al-Rahman kommt immer wieder eine Ayah vor. Welche Ayah kommt immer wieder in Surat al-Rahman vor? فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Welche Zeichen eures Herrn wollt ihr beide, ihr Djinn und ihr Mensch, ja, dann noch verleugnen? Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam am Ende, nachdem diese Sura komplett rezitiert wurde und die Sahabe diese Sura gehört haben? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagte zu ihnen, die Djinn sind besser gewesen als ihr. Weil jedes Mal, wenn Allah Ta'ala das gesagt hat, haben sie geantwortet mit den Worten La nukazzibu bi ayati rabbina, rabbana wa lakal hamd. Wir verleugnen nicht die Zeichen unseres Herrn. O unser Herr, dir gebührt das Lob. Subhanallah. Das heißt, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat die Sahaba klar und deutlich angesprochen, hat ihnen gesagt, guck mal, ja, die Djinn können besser sein als ihr, ja, und ein Djinn kann besser sein als ein Mensch. Wenn er glaubt und wenn er Gutes tut, subhanallah. Und er kann auch genauso das Paradies betreten und die höchsten Stufen im Paradies erreichen, genauso wie wir Menschen. Und er kann auch genauso in der Hölle braten, genauso wie wir Menschen. Und genau das wollte Allah Ta'ala, das ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das verkündet, damit den Menschen klar wird. Sogar die Djinn, Wesen, die eigentlich unter uns stehen. Ich meine, Iblis wurde aufgefordert, sich vor dem Menschen, Adam alaihi salam, niederzuwerfen und nicht umgekehrt. Die Djinn wurden einfach nur erschaffen mit dem Wort Kun, Fayakun, seid und sie waren. Adam alaihi salam, er wurde erschaffen, indem Allah subhanahu wa ta'ala ihn geformt hat, wie er es sagt, mit seinen Händen im übertragenen Sinne. Und ihm von seiner Seele, von seinem Geist eingehaucht hat. Das heißt, er hat ihn geehrt. Und ich möchte hier nochmal, das werde ich morgen nochmal in dem Freitagsunterricht erzählen, was ich meinte mit diesen göttlichen Funken. Das heißt nicht, dass der Mensch etwas Göttliches in sich trägt. Also der Mensch ist nicht sozusagen vermischt mit Gott. Sondern damit ist gemeint, dieser göttliche Funken, damit ist gemeint, dass Allah Ta'ala hier den Menschen geehrt hat, indem er ihm nämlich von seinem Geist eingehaucht hat. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihm selbst das Leben eingehaucht. Und das ist das Besondere an den Menschen. Das ist das Besondere an den Menschen. Und wie gesagt, subhanallah, ja, die Djinn können trotz alledem all diese Stufen erreichen. Und sie sind es gewesen, die teilweise schneller auf den Propheten gehört haben und besser reagiert haben auf den Koran, als es die Menschen getan haben. Und jetzt stellt euch mal vor. Stellt euch mal diese Situation jetzt vor. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam rezitiert im Fajr-Gebet. Und da kommt eine Gruppe. Einmal, sie wissen nicht, was los ist. Irgendetwas ist nicht in Ordnung. Sie können nicht bei den Nachrichten vom Himmel hören. Und jetzt sehen sie den Propheten sallallahu alaihi wa sallam gerade Fajr-Gebet. Ob in ʿUkāẓ oder dann in der Nähe von aṭ-Ṭāʿif. Sie hören den Koran zum ersten Mal. Und jetzt schaut mal, wie sie reagiert haben. Zum ersten Mal haben sie Kontakt mit dem Koran. Und jetzt hört euch ihre Worte an. Sie sagten, Inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Etwas, was wir noch nie zuvor gehört haben. Worte, die einzigartig und einmalig sind. Worte, die weder Gedicht sind, noch Prosa sind, noch irgendetwas anderes. Eine eigenständige Kategorie, und deswegen in der arabischen Sprache haben wir für den Koran eine eigenständige Kategorie. Es gibt manche, die heutzutage versuchen, an den Koran genauso heranzugehen wie an jeden anderen Text. Auch leider einige muslimische Intellektuelle, die das versuchen. Wir haben Nasr Hamid Abu Zayd und einige andere, die versucht haben, die ganz normale Textkritik anzuwenden auf den Koran. Und an den Koran historisch kritisch heranzugehen. Das ist höchst gefährlich, weil der Koran somit nicht mehr heilig ist, nicht mehr einmalig ist. Und das führt am Ende zu einer Aushöhlung des Koran, einer Aushöhlung der Religion. Also am Ende der Koran genauso profan ist wie jeder andere Text. Und ich ihn beliebig interpretieren kann, wie ich möchte. Aber sie haben verstanden, nein, der Koran, er ist Koran, Koran. Wir haben einen Koran gehört. Sie haben nicht gesagt, wir haben ein Shi'r gehört, wir haben Gedicht gehört. Sie haben nicht gesagt, wir haben Nathr gehört, also normalen sozusagen Text gehört. Sondern sie haben gesagt, wir haben einen Koran gehört. Sie wussten gar nicht, dass es Koran heißt. Aber sie haben es Koran genannt. Weil Koran kommt auch von Qara'a. Aber es ist eine besondere Form der Qira'a. Weil Koran ist Sirat Mubalagha von Qara'a. Sirat Mubalagha, das heißt eine Steigerungsform. Um aufzuzeigen, das sind nicht irgendwelche Worte, das sind ganz besondere Worte. Wir haben einen wunderbaren Koran gehört. Und dann, nachdem sie das gesagt haben, haben sie ausgeführt und aufgezeigt, was der Sinn und Zweck des Korans. Sie haben es sofort verstanden, sofort verinnerlicht. Yahdi ila rushd, fa'amanna bihi. Der zum Rushd, zur Besonnenheit leitet. Also zu allem Guten, zur Rechtleitung, dass ich gute Worte sage, dass ich gut handele. Das alles umfasst Rushd. Rajulun Rashid ist ein Mann, der klug und intelligent und gut handelt. Und immer richtig handelt. Und wozu führt der Koran? Der Koran führt dazu, dass ein Mensch richtig handelt. Und zwar auf allen Ebenen. Yahdi ila Rushd, der zur Besonnenheit leitet. Und ganz wichtig, der Koran ist ein Kitab Hidayah. Der Koran ist ein Buch der Rechtleitung. Eine Anleitung für das Leben. Was haben die Muslime heutzutage aus dem Koran gemacht, meine lieben Geschwister? Sie haben aus dem Koran ein Buch gemacht für das Regal. Ein Buch gemacht für Veranstaltungen oder Trauerfeiern. Ein Buch gemacht für die Toten, aber nicht für die Lebendigen. Der Koran ist gut, wenn ich ihn am Friedhof lese. Dann ist er gut. Der Koran ist gut, wenn ich ihn auf einer Trauerfeier lese. Dann ist er gut. Aber sonst spielt der Koran keine Rolle in meinem Leben. Die Djinn, die haben den Koran besser verstanden. Vom ersten Moment an, als, ich würde sagen, die Mehrheit der Muslime heutzutage. Die Mehrheit der Muslime heutzutage versteht den Koran einfach nur als ein traditionelles Buch, was heilig ist, ja, aber was nicht wirklich Einfluss auf mein Leben hat. Und das ist eines unserer größten Dilemma in unserer heutigen Zeit. Wir sagen, wir sind Muslime, wir lieben es, den Koran zu hören von einem schönen Rezitator, aber viele von uns machen sich nicht Gedanken darüber, wie sollte eigentlich dieser Koran mein Leben beeinflussen. Und dementsprechend leben wir Muslime nicht so, wie es eigentlich sein sollte, weil wir nicht den Koran wirklich zu einem Buch der Rechtleitung gemacht haben, was im Mittelpunkt unseres Lebens steht. Wie sind die Sahaba an den Koran herangegangen? Genauso. Sie haben den Koran als eine Anleitung verstanden. Warum haben einige Sahaba wie Umar ibn Khattab und andere so lange gebraucht, um den Koran auswendig zu lernen? Was ist der Grund gewesen? Weil sie erstmal die Ayat verinnerlichen schon umsetzen wollen. Genau. Sie haben immer 10 Ayat genommen. So wird es überliefert. 10 Ayat. Sie haben diese 10 Ayat rezitieren gelernt. Sie haben versucht, sie zu verstehen. Und sie haben versucht, sie umzusetzen. Und erst dann haben sie die nächsten 10 Ayat genommen. So sind sie an den Koran herangegangen. Und deswegen hat der Koran aus dieser Generation die einzigartigste Generation in der Menschheitsgeschichte gemacht. Ich meine, es ist eine Generation, die es geschafft hat, innerhalb von wenigen Jahrzehnten die gesamte Welt zu verändern. Wirklich die gesamte Welt zu verändern. Es gab nie so eine Veränderung, ja, durch Menschen, die so wenig Materielles hatten zur Verfügung. Also weder Geld, noch irgendwie eine Zivilisation oder Wissenschaft, wo sie irgendwelche besonderen Waffen hatten, nichts dergleichen. Die einzig und allein durch den Koran mit ihrem Iman es geschafft haben, die Welt zu verändern innerhalb von wenigen Jahrzehnten. Weil sie den Koran verinnerlicht haben. Yahdi ila Rushd, der zur Besonnenheit, zum richtigen Handeln leitet. Und jetzt, was machen sie daraus? Sie ziehen die richtige Konsequenz daraus. Fa'amanna bihi. So haben wir an ihn geglaubt. Wir haben gleich verinnerlicht, dass er wirklich von Allah ist. Und wir haben dann auch gleich den nächsten Schritt gemacht. وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. Und wir werden unserem Herrn niemanden beigesellen. Das ist die Hauptbotschaft des Korans. Ein Drittel des Korans spricht nur über was? Über den Tawhid. Surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Surat al-Ikhlas. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ist ein Drittel des Korans. Warum? Weil sie nämlich genau über den Tawhid spricht. Ein Drittel des Korans spricht nur über was? Den Tawhid. Die ganze Zeit geht es darum, dass wir nur Allah Ta'ala allein dienen dürfen. Und niemanden beigesellen dürfen. Und genau das haben sie verstanden. Und verinnerlicht und haben gesagt, ab jetzt, in Zukunft, ja, werden wir unserem Herrn niemanden mehr beigesellen. Wir haben es vorher getan, aber jetzt tun wir es nicht mehr. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. Und erhaben ist die Größe unseres Herrn. Sie verherrlichen Allah subhanahu wa ta'ala. Er hat sich weder eine Gefährtin noch Kinder genommen. Also alles, was behauptet wird über Allah ta'ala, dass er einen Sohn hätte, dass er eine Gefährtin hätte, etc., all das verleugnen wir und kehren zurück zum ursprünglichen Glauben, nämlich zum Tawhid. Und dann zeigen sie auch auf, ja, dass sie all das nur getan haben, weil es zuvor Menschen gab, die versucht hatten, sie in die Irre zu führen. Und es pflegte der Tor unter uns etwas Abwegiges, Shattat ist etwas Abwegiges, etwas Falsches, was nicht der Wahrheit entspricht, gegen Allah zu sagen, Iblis, er hat es verbreitet. Dass Gott angeblich einen Sohn hat oder Gott angeblich Kinder hat oder dass es mehrere Gottheiten gibt. All das, ja, wurde uns so gesagt und wir dachten, es wäre die Wahrheit. Und wir konnten uns nicht vorstellen, dass jemand solch eine Lüge ersehen kann. Und deswegen sagen sie direkt im Anschluss, und wir meinten, dass weder die Djinn, die Menschen, noch die Djinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. Und das denken heutzutage viele Menschen auch. Viele Menschen gucken sich irgendwelche Medien an und glauben einfach das, was dort ist. Sind leichtgläubig, hinterfragen nicht, machen sich nicht Gedanken und denken, dass alle Menschen wirklich immer das Beste möchten. Nein, das ist nicht so. Viele Botschaften, die vermittelt werden durch die heutigen Medien, sind gar nicht mal direkte Botschaften. Es sind teilweise unterschwellige Botschaften, die werden aber vermittelt. Und man denkt, ach, die haben doch nur Gutes vor. Ein Disney-Film oder irgendetwas anderes. Und dann werden so kleine Sachen, ja, mit hineingepackt, unterschwellige Botschaften, die unsere Kinder aufnehmen und damit groß werden und bestimmte Dinge, welche für einen Muslim eigentlich eindeutig haram sind, plötzlich aufgeweicht. Ist ja gar nicht haram, ist doch ganz normal. Die ganze Gender-Thematik, die wir heutzutage haben. Die überall, sogar in den Lehrplänen unserer Schulen vermittelt werden. Ich meine, meine Tochter macht gerade Abitur. Sie haben heute erst gesagt, fast in jedem Fach gibt es diese Gender-Thematik. Fast in jedem Fach. In Englisch, in Deutsch, in jedem Fach. Ihr seid, viele von euch sind noch in der Schule, die werden das wahrscheinlich kennen. Wenn ihr gerade Abitur macht oder so, werdet ihr das wahrscheinlich selbst kennen. Ja, besser als ich. Das gab es damals bei uns, gab es überhaupt nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir so etwas hatten. Ja, das ist ganz neu jetzt, subhanallah. Und unterschwellig, durch Filme, ja, durch Lehrpläne, ja, durch Werbung, durch Plakate, ja, wird immer das vermittelt. Ja, man denkt, die Leute haben eigentlich Gutes vor und es geht doch nur um etwas Gutes, ja. Aber, wie gesagt, diese Menschen ersinnen Lügen über Allah Ta'ala und versuchen wirklich gezielt, und ich sage wirklich gezielt, dafür werden Milliarden von Euros ausgegeben, Gesellschaften zu verändern, um Menschen in die Irre zu führen. Und wir meinten, dass weder die Menschen noch die Djinn gegen Allah jemals eine Lüge sagen würden. Doch sie tun es. Und sie tun es absichtlich und vorsätzlich. Und deswegen muss ich als Muslim so sehr auf der Hut sein. Ich muss achten. Ich muss auf meine Kinder aufpassen. Die Kindererziehung unserer heutigen Zeit ist eine besondere Herausforderung. Keine leichte Sache. Und ich muss versuchen, meinen Kindern von klein auf an das Richtige beizubringen. Und auch sie zu wappnen, regelrecht zu impfen, zu immunisieren gegen das, was um sie herum immer wieder versucht, auf sie Einfluss zu gewinnen. Wenn ich das nicht tue, dann kann es passieren, dass ich meine Kinder wirklich verliere. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala das gesagt hat, ja, sagt er, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Und manche Männer von den Menschen pflegten Zuflucht zu nehmen bei einigen Männern von den Djinn. Doch mehrten sie so bei ihnen die Drangsal. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, meine lieben Geschwister im Islam, dass in der vorislamischen Zeit, aber auch immer noch heutzutage, es Menschen gibt, welche versuchen, Kontakt zu den Djinn aufzunehmen. Und das hat dazu geführt, ja, dass die Djinn dadurch noch weiter vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abgekommen sind. Und leider gibt es heutzutage auch immer noch unter Muslimen sehr viele Muslime, die genauso etwas tun. Die versuchen, durch schwarze Magie Kontakt zu dieser Welt aufzunehmen. Und das gibt es. Das Verleugnen ist Quatsch. Das gibt es. Ob jetzt aber wirklich all die Probleme, die wir heutzutage haben, ob es Eheprobleme sind, ob es psychische Krankheiten sind, darauf zurückzuführen, ist nochmal eine andere Thematik. Gibt es schwarze Magie? Ja, sie gibt es und sie ist sogar sehr verbreitet. Sehr stark verbreitet. In vielen muslimischen Gesellschaften. In vielen muslimischen Gesellschaften versuchen Leute durch schwarze Magie Einfluss auf andere zu nehmen. Klappt das immer? Allahu a'lam, das ist eine andere Frage. Derjenige, der das aber tut, der versucht durch schwarze Magie Kontakt zu dieser Welt aufzunehmen, der begeht eine gewaltige Sünde, eine Todsünde. Ja, der ist sogar ein Kafir, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und derjenige, der sich an solch eine Person wendet und glaubt, dass diese Person ihm weiterhelfen könnte, was ebenfalls sehr viele Muslime tun heutzutage, auch hier in Berlin passiert das sehr häufig, der läuft Gefahr, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Gebete nicht mehr akzeptieren wird und annehmen wird. Also ich muss mich sehr stark davor hüten. Und deswegen klärt auf. Unter euren Familien. Es gibt sehr viele Unwissende, die einfach nur traditionell muslimisch sind. Und ich bin mir sicher, dass jeder von euch bestimmt in irgendeiner Weise jemanden kennt, ob direkt oder indirekt, der zu solchen Leuten gegangen ist. Und der versucht hat, sich von solchen Leuten einen Rat einzuholen. Nehmt euch in Acht davor. Nehmt euch in Acht davor. Neulich kam es ein Bruder zu mir, subhanallah, der meinte, der war in der Türkei gewesen und wollte auch zu irgendjemandem gehen, dass er sich schützt vor einer Sache. Der hat ihm 300 Euro abgeluchst. 300 Euro, ja. Und hat ihm dann etwas gegeben, was sie dann später aufgemacht haben, was nur irgendwelche komischen Hieroglyphen gewesen sind. Ja, wahrscheinlich auch irgendetwas mit schwarzer Magie. Das heißt, er hat ihm Geld bezahlt dafür, dass er ihm schwarze Magie gibt. Sehr, sehr verbreitet. Sehr, sehr verbreitet. Deswegen nehmt euch in Acht davor. Wenn ihr diese Person nicht kennt und wenn ihr nicht wisst, dass es sich wirklich hierbei um einen gottesfürchtigen Menschen handelt, der mit beiden Füßen auf dem Koran und auf der Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam steht, dann haltet Abstand von diesen Menschen. Weil sie nämlich dem Kufr nahe sind, ja, und auch versuchen, euch damit zu beeinflussen. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ ahada. Hier machen wir auch einen Stopp, inshallah. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr als Gesandten schicken würde. ahada. Mit anderen Worten, ja, sie glauben weder, ja, an die Propheten, noch glauben sie an den Tag der Auferstehung. Das heißt, damit kann auch der Tag der Auferstehung gemeint sein. Dass Allah subhanahu wa ta'ala niemanden wieder auferstehen lässt. Und das ist das größte Problem überhaupt. Wenn jemand nicht diese Gewissheit hat, dass er eines Tages vor Allah Ta'ala stehen wird und Rechenschaft ablegen muss für seine Taten, dann wird ihm alles egal sein. Dann wird er sich nur noch auf diese Dunya konzentrieren und versuchen, so viel Nutzen wie möglich aus dieser Dunya zu holen. Er hat kein Problem damit zu lügen, um an etwas zu gelangen, zu betrügen und andere Dinge. Und Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, er zeigt das auf. In Surat al-Baqarah. Und zwar sagt Allah ta'ala, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ. Gebietet etwa den Menschen das Gute. Er spricht hier die Leute der Schrift an. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. Vergesst euch aber selbst. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Obwohl ihr das Buch rezitiert. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Habt ihr dann keinen Verstand? Und sucht Hilfe und Unterstützung in der Geduld und im Gebet. Und es ist eine große Angelegenheit, außer für die Demütigen. Und jetzt definiert Allah die Demütigen. Wer sind die Demütigen? Das ist die Lösung im Grunde. Und das ist die Ursache dafür, dass manche Menschen Probleme haben, zu beten, Sabr zu haben, all diese Dinge, Khushu zu haben in ihrem Leben, Demut in ihrem Leben zu haben. Das sind diejenigen, welche Glauben verinnerlicht haben, dass sie auf ihren Herrn treffen werden und dass sie zu ihm zurückkehren werden. Wer das nicht verinnerlicht hat, dem wird es schwer fallen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Wer es aber verinnerlicht hat, dem wird es leicht fallen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Das heißt, wenn du das Gefühl bekommst und das Gefühl hast, dass dir bestimmte Dinge schwerfallen, dass du immer wieder sogar große Sünden begehst, dass du auch bestimmte Pflichten gar nicht mehr erfüllen kannst, wie dein Gebet beispielsweise, dann musst du an deinem Iman arbeiten, an deinem Yaqin arbeiten. Weil derjenige, der weiß, dass er auf Allah treffen wird, der weiß, dass es einen jüngsten Tag geben wird, der hat ein klares Ziel vor Augen und der wird sein Leben dementsprechend danach ausrichten. Aber jemand, der das vergisst und nicht wirklich verinnerlicht hat, der läuft Gefahr, vom richtigen Weg abzukommen. Und deswegen, ja, genauso, ja, wie die Djinn hier gesagt haben. Und sie meinten, wie auch ihr meint, dass Allah niemanden mehr auferstehen lässt oder niemanden mehr als Gesandten schicken wird. Lasst uns deswegen versuchen, unseren Iman immer wieder zu erneuern, gerade unseren Iman an den Yawm al-Akhir, an den jüngsten Tag, und dass wir eines Tages vor Allah Ta'ala stehen werden und Allah Ta'ala uns für alles, was wir tun, zur Rechenschaft ziehen wird, weil das wird uns dabei helfen, auch an diesem Weg festzuhalten und Allah Subhanahu wa Ta'ala näher zu kommen und immer wieder auch an uns zu arbeiten. Und immer wieder auch an uns zu arbeiten. Möge Allah Ta'ala uns das erreichen lassen. Nächste Woche, inshallah Ta'ala, werden wir versuchen, ich hoffe, wir schaffen das, inshallah, den Rest des Surah dann zu behandeln, wo die Djinn jetzt anfangen, sozusagen über sich selbst zu sprechen und was sie alles vorher gemacht haben. Ja? Und inshallah Ta'ala kommen wir dazu nächste Woche bei Iznillahi Azza wa Jal.